soweit. Ja, wir fangen mit dem nächsten Vortrag an. Er wird von Martin Vigo gehalten. Er steht hier schon. Er ist ein Product Security Lead, also ein der Leiter für Produktsicherheit und ein Forscher, und er ist für mobile Gerätesicherheit verantwortlich und er hilft Leuten, sichere Systeme und sichere Anwendungen zu erstellen, und er hat an verschiedenen Sachen gearbeitet, wie Passwortmanager zu hacken oder Apples FaceTime-Kommunikation zu hacken, um ein Spionprogramm zu schreiben. Ja, also begrüßt sie mit einem großen Applaus für ihren Vortrag. Ja, hallo. Test, Test. Ja, danke, dass ihr gekommen seid in diesen Vortrag. Ich bin super froh, hier zu sein. Das ist mein zweites Jahr hier im Kongress. Letztes Jahr saß ich da und dieses Jahr bin ich hier. Ja, das bin ich. Ich möchte nur sagen, ja, da war ich 9 Jahre alt mit einem Amstrad CPC 6000. Ja, wer hatte auch so ein Gerät? Ich sehe nur eine Hand. Ich glaube, es wurde auch in Europa verkauft. Ja, und ich habe ein Spiel gespielt. Es war eins der besten Videospiele, die es damals gab. Und ja, wie jede Nachforschung müssen wir eigentlich erstmal in die Vergangenheit schauen. Wir können viel davon lernen, was in der Vergangenheit gemacht wurde. Und in diesem Fall gehen wir bis in die 80er, um zu verstehen, wie damals die Freaks, die Hacking-Szene sich also gestartet hat, sie ja angefangen haben, sich in Mailboxen reinzuhacken. Und ich habe verschiedene Absätze von einer FWAG-Webseite gefunden, was meine Hauptnachforschungsquelle ist. Und hier der Absatz, den ich rausgezogen habe, ist, ja, du kannst fast alle zwei Zahlenkombinationen eingeben, bis du den richtigen rausbekommst. Und ja, man wartet einfach nur darauf ab, dass die richtige Abfolge gefunden wird. Und in allen Mailbox-Systemen, wenn man einfach nur 1, 2, 3, 4 als Passwort eingibt, dann werden sie einfach nicht 1, 2, 3, 4 als Passwort verarbeiten, sondern auch nur 2, 3 getrennt. Und das ist eine Nachricht aus den 80ern oder 90ern. Das ist die richtige Sequence, mit der man alle Kombinationen durchprobieren kann. Also das ist quasi die Brute-Force-Methode, um das richtige Passwort zu knacken. Und da ist auch ein Tutorial gewesen über ein Mailbox-System. Da gibt es Standardpasswörter. Und auch wir Menschen haben natürlich mehr Mechanismen, wenn wir uns Passwörter ausdenken. Wir denken uns natürlich auch einfache Passwörter aus, und die sind auch leicht zu knacken. Und eine andere Sache, die ich dabei herausgefunden habe, als ich Mailboxen in den 90ern gehackt habe, ist, es gibt auch Abrechnungshacks, man kann zum Beispiel diese Hacks auch verwenden, um kostenlose Anrufe zu bekommen. Und um kostenlose Anrufe zu behalten, konnte man auch die Mailbox hacken. Und um das mal zusammenzufassen, was ich hier in den vergangenen Hacks in den 80ern gelernt habe, ist, ja, die Mailbox-Sicherheit war super schlecht. Es gab Standard-Pins, es gab verbreitete Pins, es gab Pins, die gehackt werden konnten. Man konnte mehrere Pins auf einmal ausprobieren, und es gibt einfach eine einzige Nachricht, die alle Pins durchprobiert. Also nicht sehr sicher. Lass uns dann nochmal die Mailbox-Sicherheit heutzutage ansehen. Also ich habe mir die amerikanischen Mobilfunkbetreiber angeguckt, weil ich in Amerika lebe, aber weil ich halt hier in Deutschland spreche, habe ich auch ein paar Freunde gefragt, mir ein paar deutsche SIM-Karten zu besorgen und auch ein paar deutsche Mobilfunkbetreiber zu überprüfen. Also Standard-Pin-Codes, alle amerikanischen Mobilfunkbetreiber haben Standard-Pins, und die sind auch nicht geheim, weil sie häufig zum Beispiel die letzten Zahlen der Telefonnummer sind. In Deutschland ist es schon viel besser. Vodafone hat die 4 letzten Stellen von der Kundennummer, die man normalerweise nicht weiß. Also als Kunde natürlich schon, aber als Externer natürlich nicht. Und auf der Kaya-Karte waren zum Beispiel auch die 4 Ziffern von der PUC. Auf der Telekom sind es die letzten 4 Stellen der SIM-Kartennummer, aber im Netz von O2 ist es eine
eine Standard-Pin und es ist sogar die einzige Pin, die man vergeben kann, wenn man sich eine Pin vergeben möchte. Also, ja, dann können wir uns natürlich angucken, was ist mit Standard-Pins, mit verbreiteten Pins. Ich habe hier eine Studie gefunden über Leute, die Pins für ihre Kreditkarten ausdenken. Und es gibt, ja, ich habe von dieser Studie viel gelernt. Am wichtigsten ist, dass, ja, wenn man die 20 häufig genutzten Kombinationen probiert, hat man schon eine 20%ige Chance, die richtige Kombination zu bekommen. Also für jeder, der versucht irgendwie, Pins zu bruteforcen, also zu raten, der hat quasi eine Chance von 1/4. Wer kann sich vorstellen, woran das vielleicht liegt, dass birth year, right? It's very common to set as your birth year. Ja, also Geburtsjahre sind auch häufige Pins, deshalb fangen viele Pins mit den Zahlen 1-9 an. In Deutschland und in Amerika kann man auch vierstellige Pins vergeben, was einfach nicht ausreicht als Schlüssellänge. Und man kann auch einfach verschiedene Kombinationen von Pins hintereinander schreiben und man muss gar nicht warten auf die Fehlernachrichten. Man kann die einfach hintereinander wegschreiben und einmal Enter drücken, drei Pin-Kombinationen auf einmal probieren. Manche Mobilfunkanbieter legen dann auf, wenn man drei Pin-Codes falsch eingegeben hat, aber darauf werden wir auch noch einen Weg drumherum finden. Und deshalb habe ich mich dafür entschieden, ein Tool zu schreiben, mit dem man Mailbox-Systeme hacken kann, unerkannt und schnell und günstig und einfach. Und wer kennt sich mit Twilio aus? Manche von euch. Twilio ist ein Online-Service, was es einem erlaubt, Anrufe abzusetzen. Also man kann einfach hunderte von Anrufe auf einmal absetzen, um ja zum Beispiel diese Pins zu hacken. Und um diesen ganzen vierstelligen Pin-Bereich abzudecken, braucht man nur $40. Also es ist ganz schön günstig. Und wenn man jetzt die Studie mit einbezieht, dann kann man sogar abdecken, dass man nur mit einer 50%igen Chance sogar nur $5 braucht. Und anstatt halt irgendwie die Brute Force, wenn man jetzt die Default Pins sich anguckt, also die Standard Pin Nummern, dann kann man sogar noch viel günstiger bootforcen. Also anstatt eine Person zu hacken und da alle Kombinationen durchzuprobieren, könnte man auch einfach 1000 Kunden sich angucken und da die Standard Pins durchprobieren. Dann schafft man es sogar 1000 Telefonnummern zu überprüfen für $13. Und ja, es ist sehr effizient, es optimiert das Bootforcing und man kann auch eben die Daten mit einbeziehen, dass die Pins, die am häufigsten oder am verbreitetsten sind, bevorzugt werden. Und das meist, ja. Also um mit deinem Voicemail-System zu interagieren, darfst du natürlich nicht abnehmen, sonst geht es nicht auf Voicemail. Also muss ich Wege finden, wie ich viele Anrufe machen kann und viele Pins ausprobieren kann, ohne direkt mit dir zu interagieren. Three calls at a time, because the line gets flooded just with three calls. It goes directly to the voicemail, but it wasn't very reliable. Ja, ein Anruf, der mit gleich drei solchen Anrufen torpediert wird, bricht normalerweise ab. Ich versuche also anzurufen, wenn das Telefon definitiv offline ist, also Flugzeugmodus oder im Kino. You can use HLR database to find out if mobile devices are disconnected or. Wir können die HLR Datenbank benutzen, um zu gucken, ob die Geräte disconnected sind. And you can use online services like realphonevalidation.com. Dann finde ich auch noch Online Dienste wie realphonevalidation.com. Die einem verraten können, ob ein Handy gerade in diesem Moment zu einem Funkturm verbindet ist. Mit einer Class Zero SMS, wahrscheinlich einer stillen SMS, können wir nachsehen, ob sie gezeigt werden können. Aber tatsächlich wollte ich einen schusssicheren Weg, das zu machen. Stattdessen gehe ich also auf ein Voicemail-System
mit den standardisierten Nummern, die ihr da vor euch seht. In den USA ist das nicht bestens bekannt. In Deutschland war das ziemlich öffentliches Wissen. Und dann seht ihr, ich muss einfach nur eure Telefonnummer nehmen und diese Zahlen dort einsetzen, die 55 bei Vodafone, die 13 bei Telekom, die 33 bei O2, und habt direkt eure Voicemail. Scammer und Spammer benutzen das natürlich gerne. Das Skript benutzt also diese Backdoor-Voicemail-Nummern, um sicher zu gehen, dass wir auch aufs Voicemail-System kommen. Und diese Backdoor-Systeme lassen sich natürlich auch mit hunderten Calls nicht flooden, weil sie genau dafür da sind, asynchron von Leuten bearbeitet werden zu können. Protections, right? So that you can't actually launch brute forcing attacks. And I looked at the German carriers, and for example, in Deutschland können wir uns also ansehen, gibt es brute force protection dagegen, einfach Pins durchzuraten? But I think it's actually a pretty effective measure against voicemail against brute forcing. Telekom blocks the caller ID from accessing. Ja, die Vodafone setzt zurück auf eine sechsstellige PIN und schickt sie als SMS. Erzeugt also einen Flood, aber ist keine schlechte Idee. Telekom blockt direkt den Anrufer davon, dass sie auf die Mailbox zugreifen können. Ja, und O2 geht direkt an die Helpline. So, da wollte ich natürlich herumkommen. Telekom blockt die Caller-ID, aber in Twilio können wir entspannt die Telefonnummer einfach ändern. Und damit auch zufallsbasiert machen. Und sind damit um die Telekom Brute Force Protection umher. So, lass mich das demonstrieren. Wie ihr links seht, haben wir jetzt das mobile Gerät des Opfers. Und rechts mache ich mit Brute Force Option. Nutze ich das Voicemail Cracker Script. Ich versuche jetzt also mit hunderten Anrufen die PIN zu raten. So, je nach Carrier sieht das ein kleines bisschen anders aus. Hier ist es also T-Mobile. Ich versuche jetzt also erstmal die Top 20 Pins, wie ich vorhin erwähnt hatte, mit für die 25% Chance. Mit drei Pins zur Zeit. Also nur für ein Drittel der Anrufe. Wie meint ihr jetzt, dass ich merke, ob die PIN richtig war oder nicht? Okay, so the disconnect and hang up. That's what I heard, and that's exactly right. If you think about it, ich habe gehört, Trennung und es wird aufgelegt. For T-Mobile in this case is like 18 seconds. So I instruct. So, der Anruf dauert in der Regel 18 Sekunden. Ich warte also oder sage meinem Code, dass er mindestens 10 Sekunden warten soll. I just use the call duration. So if the call duration is 10 times longer, then I know that's the right PIN. Wenn die Call Duration also 10-mal länger gedauert hat, wissen wir haben die richtige PIN. In this case is 1983. So in order to give you the exact one, because so, und jetzt müssen wir aus der 3 Sequenz noch die einzelnen PINs auslösen. Wir versuchen also 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 1 oder 1, 9, 8, 3. Es ist tatsächlich 1, 9, 8, 3. Because in the top 20 found already the right ping, it takes longer than it should. And there you go, we got that it's a 1983. Ja, seid euch klar zu finden, dass eine PIN nicht die richtige ist, ist ziemlich schnell. Also kommen wir schnell zur richtigen. So, warum erzähle ich euch sowas jetzt also hier auf dem CCC? Warum ist das wichtig? Wer hier kennt seine eigene Voicemail-PIN? Ja, das sind nicht so viele Menschen.
Ja, wir interessieren uns nicht für Voicemail. Wir nutzen es wahrscheinlich gar nicht mehr. Wir diskutieren hier also ein Problem, das wir nicht mal wirklich mehr erinnern. Reset passwords over phone call. We are familiar with resetting passwords over email. You get a unique link, maybe over SMS. Was ihr aber tatsächlich mit der Voicemail tun könnt, ist halt damit Passwörter zurücksetzen. People cannot receive SMS, or that's what services claim. So they allow you to provide that temporary code over a phone call, and that's exactly what we take advantage of. Because I ask you what. Wir nutzen es jetzt also zu unserem Vorteil, dass wir statt eine SMS empfangen zu können, was manche Services als Fallback haben, falls SMS nicht empfangen werden können, einen temporären Code auf Voicemail zu hinterlegen. Mit meinem Tool habe ich jetzt also Zugriff auf das Voicemail-System. Ich kann sicherstellen, dass es auch nur auf die Voicemail geht, dass ihr nicht selbst rangeht. Jetzt kann ich also die Voicemail den Anruf annehmen lassen und alles aufnehmen lassen. Und da liegt dann die PIN oder das Passwort. So, what does the attack vector look like? You brute force. Wie sieht der Attack Vector also aus? Erstmal das Voicemail System brute forcen, natürlich mit diesen Backdoor Telefonnummern. It cannot go through the backdoor number, right? Because it's gonna PayPal is gonna directly call the victim. So for that one, you need to make sure that the victim is not connected to a tower through all the methods that I showed. Wenn wir jetzt aber natürlich von PayPal und so sprechen, sind die gewahr darüber, dass es Backdoor-Telefonnummern gibt. Die wollen also direkt das Opfer anrufen. Da müssen wir uns sicherstellen, dass sie gerade nicht zu einem Funkturm connected sind. So, on the left, you see my number, right? With a secret lover group and a secret group and all that stuff. On the right, notice that I'm not. Auf der linken Seite seht ihr also meine Telefonnummern. Auf einem Android Emulator mit einem passend installierten APK. Und das rechte ist ein Emulator des Attackers. With the message option. So in this case, what I'm doing is, I'm setting the victim's phone to airplane mode, simulating that it's now offline for some reason, and I detected that. So if you see WhatsApp allows. Ich setze jetzt also gerade das Mobile in Flugzeugmodus. But if you don't reply in a minute, it allows you, it gives you an option to call me, right? And that's exactly what I click. So now WhatsApp is basically calling the victim. Ja, jetzt ruft WhatsApp mein Handy an, was aber jetzt natürlich im Flugzeugmodus ist und deshalb nicht erreicht werden kann. Und jetzt verwende ich den Voicemail Cracker, um halt jetzt den richtigen PIN-Code zu knacken und dann auch eben die aktuelle Nachricht abzurufen. Die PIN habe ich halt schon, 1938 habe ich schon vorher gebootfirst und deshalb kann ich einfach die Aufzeichnung der aktuellsten Nachricht abrufen. Und deshalb kann ich jetzt nachgucken. Hoffentlich wurde die richtige Nachricht abgerufen. Ich habe die URL. Ja. Also, da wird gerade der PIN-Code für WhatsApp durchgegeben. 360541 oder so. Man konnte es nicht so gut verstehen auf den Kopfhörern. Aber ja, mit diesem PIN-Code haben wir jetzt quasi das WhatsApp von der Person gehackt und jetzt, ich habe es jetzt einfach nur vorgespult, jetzt kann man da sehen, dass ich jetzt Zugriff auf die Gruppen habe. Ja, ich möchte nochmal herausstellen, dass es. Also man kann feststellen, dass man kann die vorherigen Nachrichten nicht abrufen, aber man kann natürlich darauf warten, dass Leute schreiben und dann werden auch die Gruppen wieder auftauchen und es gibt auch einen Fingerabdruck von dem End-zu-End-Verschlüsselungsschlüssel, den man natürlich überprüfen könnte, aber da achten natürlich die meisten Leute auch nicht drauf. Also man könnte es bemerken, aber es ist schon ziemlich, ziemlich unwahrscheinlich und ja. Ich habe das in verschiedenen, sie nennen das also User Interaction Based Protection, also Schutz aufgrund der der Nutzer des Nutzerverhaltens. Also es geht quasi darum,
dass die Nutzer nicht sofort den Anruf annehmen oder nicht sofort einen Knopf drücken. Oder dass man gebeten wird, irgendeinen Code einzugeben oder so. Oder einen Knopf drücken muss, um den Code zu hören. Also man hat einen Code, den man eingeben muss, wenn man den Anruf erhält und so. Und dann erhält man erst das Passwort. Aber können wir diesen Schutz irgendwie ändern? Und ich möchte gerne ein Spiel mit euch spielen. Ich gebe euch zwei Hinweise. Das ist der erste Hinweis. Vielleicht kennt ihr das nicht, aber Captain Crunch, wir gehen jetzt mal zurück in die 80er, wir können so viel von denen lernen, wurde genutzt, um eine bestimmte Frequenz auszusenden, um einen kostenlosen internationalen Anruf zu machen. Also einen Sound und also einen Ton zu erzeugen und das System wird das dann verarbeiten, dann ist der Anruf kostenlos. Und ein anderer Hinweis ist hier die Checklist, also eine To-Do-Liste, und ich habe einen weggelassen. Und jetzt frage ich euch, wie können wir den Schutz umgehen, dass man Nutzerinteraktion braucht, um den Code zu bekommen auf der Mailbox. Man kann natürlich DTMF-Töne aufnehmen, also Wahltöne aufnehmen als Begrüßungsmethode. Wir haben ja den Zugriff auf die Mailbox und dann können wir auch einfach irgendwelche Wahltöne, also die richtigen Wahltöne aufnehmen, die das System erwartet und die als Begrüßungsnachricht auf der Mailbox speichern und dann reagiert das System darauf und ja, wir möchten ein Verständnis für die Technik haben. Und wenn ich Leute das jetzt zeige, dann frage ich die, wie funktioniert dieser Schutz? Und die Leute sagen, ja, man muss halt eine Taste drücken und dann bekommt man den Code. Aber das stimmt nicht. Was man machen muss, ist, man muss einen bestimmten Ton abspielen, einen bestimmten Ton, den das System erwartet. Und das ist viel einfacher, als zu sagen, man muss eine Taste drücken. Weil wenn man sagt, man muss eine Taste drücken, das heißt, man braucht irgendwie physikalischen Zugriff. Aber wenn man nur einen Ton abspielen muss, dann braucht man keinen physikalischen Zugriff. Und das ist, warum Hacken so cool ist, weil wir wollen verstehen, was im Hintergrund passiert und daraus und das eben nutzen. Und ja, wir sieht jetzt der Angriffsvektor auf, wir machen das gleiche wie vorher, aber wir haben einen zusätzlichen Schritt, und zwar, wir müssen halt eben eine Begrüßungsnachricht auf die Mailbox aufnehmen, die zu dem Account passt, den wir hacken wollen, und dann können wir auch das wieder umgehen. Also auf der linken Seite haben wir jetzt, genau wie vorher, haben wir den PIN gebootforced, und in diesem Fall habe ich auf der rechten Seite möchte ich den Passwort Reset für PayPal, für einen PayPal-Account machen. Und ich wähle hier aus, bitte ruft mich an mit einem temporären Code. Aber in dem Fall, PayPal funktioniert anders. Und zwar zeigen sie mir einen vierstelligen Code an, den ich eingeben muss, wenn ich den Anruf annehme, um den Code zu bekommen. Also habe ich hier die Greeting-Option in meinem Python-Skript hinzugefügt und ich gebe jetzt die Zahlen ein, die ich gerne als Begrüßungsnachricht aufgezeichnet haben möchte. Und ich gebe das in mein Skript ein und das Skript wird jetzt hingehen und diesen PIN verwenden, um sich im Mailbox-System anzumelden, mit dem Mailbox-System zu interagieren, die Begrüßungsnachricht zu ändern und eben die DTMF, also die Wahltöne, aufzuzeichnen und die als Begrüßungsnachricht abzuspeichern. Und dann sollte es in der Lage sein, PayPal zu umgehen. Und deshalb sage ich jetzt, PayPal soll nochmal anrufen, weil ich nicht genug Zeit hatte, das zu machen. Und ja, PayPal hat das akzeptiert und jetzt kann ich hier ein neues Passwort vergeben. Ja. Ich zeige euch hier nochmal ein paar Dienste, die verangreifbar sind. Ich möchte mich hier beeilen, weil ich wenig Zeit habe. Ich habe Alexa Top 100 Seiten mir angeguckt und zum Passwort zurücksetzen. Hier ist PayPal, Instagram, nein, das ist Snapchat, Netflix, eBay und LinkedIn, Facebook auch. Und Zwei-Faktor-Authentifizierung für all die großen Dienste, Microsoft, Google, Apple, Yahoo, Verifikation, also wo man sich nicht mit einem Benutzernamen und Passwort registriert, sondern mit der Telefonnummer registriert. Das klappt auch bei WhatsApp, Signal, bei Twilio und bei Google Voice. Und die kann man auch eben damit kompromittieren. Eben Twilio, also den Service, den ich benutzt werde, kann ich auch wieder damit verifizieren. Und
auch eben die Telefonnummer übernehmen bei Twilio. Und Google Voice ist auch ein interessanter Dienst, weil er wird von vielen Scammern verwendet und da ist das gleiche Prinzip. Man muss irgendwie die Eigentümerschaft für eine Telefonnummer verifizieren und auch das kann man mit dieser Methode fälschen. Was ist aber auch mit physikalischer Sicherheit? Man kann Leute anrufen, um die Tür, um ein elektronisches Türschloss zu öffnen. Und da gibt es natürlich auch dann wirklich Probleme mit physikalischer Sicherheit. Wir haben auch Büros, die das verwenden, weil ja, es soll möglich sein, dass Leute, die kommen und gehen, das schnell und einfach verwenden. Und deshalb muss man einfach nur mit dem Telefonanruf auch eben die Türen aufmachen. Wenn wir über Konsens nachdenken, denken wir normalerweise über AnwältInnen und Verträge unterzeichnen nach. Bei Location Smart ist das nicht mehr so. Brian Krebs schrieb einen wirklich großartigen Artikel darüber. Und lasse ihn das aus seinem eigenen YouTube-Channel erklären. Der Screen, den ihr gerade seht, ist eine Demo von unserer Webseite auf Location Smart Try. Es möchte meinen Namen, meine Mail, meine Mobilnummer und fragt nach meiner Erlaubnis, indem es mich anruft. The screen now shows that it's going to call my device to get my permission. Mir wird schon gezeigt jetzt, es möchte mein Telefon anrufen, um meine Erlaubnis einzuholen. Tut es auch. That's a nice ringtone. No, it's not. Opt in to Location Smart Services. Press 1 or say yes. To repeat. Drücken Sie 1 oder sagen Sie ja. Yes. Sagt ja. So, as you see, herzlichen Glückwunsch, Sie sind für Location Smart eingewählt. Had a free demo that allow you to put a phone number, yours of course. So. You will get a phone call and then you will give permission by pressing 1 so someone could locate you. Diese Demo zeigt also, ihr gebt eine Telefonnummer ein, die wird angerufen und kann dann jetzt getrackt werden für 30 Tage in Echtzeit. Und jetzt wisst ihr, warum es sie nicht mehr gibt. Open source. So, and this was with the permission of the carriers. This is not some fishy thing. This was actually a service. Und das war tatsächlich ein Service. Das war nicht irgendwas fishy. Das war so erlaubt. Guys, to verify that what I mentioned is true and have code to hopefully help push the industry forward to make. So, ich möchte diesen Code natürlich ins allgemeine Wissen geben, damit wir da irgendwie vorwärts kommen. Wollte euch aber kein Tool geben, das einfach out of the box funktioniert. Denn es gibt einfach zu viele Menschen mit dem Default-Pin. Also habe ich ein Tool offen gemacht, was nicht brute-forced, was nur einen Carrier kann. Es erlaubt euch also insbesondere auf eurem eigenen Gerät zu machen. Und jetzt, wie in jedem anderen Talk, kommen auch hier die Empfehlungen. Was so interessiert mich das? Warum? Ja, aber you know, still like. No one's gonna come after me. I don't have anything to hide or anything like that. Ich habe ja nichts zu verstecken. Es greift mir hier keiner an. Warum sollte euch das also interessieren? Do carriers set default pins? Yes. Setzen die Provider immer noch die Default Pins? Natürlich. Yes, it is. Ist es einfach nicht erkennbar, automatisierbar, dass Default Pins benutzt werden? Ja. Yes, it is. Ist es ab die Gruß-Message automatisierbar? Ja. Kann ich diese Speech-to-Text-Transcription, also kann ich das, was ich gerade in Location Smart etwa gehört habe, zu Text automatisiert transkribieren? Natürlich. Und wenn man jetzt das User-Interface automatisieren will in einer beliebigen Seite, nämlich Selenium, und kann auch den Compromise automatisieren. Siehe etwa, wie wir PayPal gerade gesehen haben.
trying the default pins and just automatically compromising services like WhatsApp, like PayPal, and all that. You can do basically not a warm, but you know, you can. Also kann man jetzt nicht nur eine Menge von Geräten kompromittieren ohne besonderen Aufwand, einfach per Brute Force mit einer deckenbreiten Attacke. Also, was sind meine Empfehlungen? Einerseits keine automatisierten Anrufe für Sicherheit benutzen. Und wenn ihr das nicht vermeiden könnt, dann möchtet ihr mindestens User Interaction benutzen. Dann müsst ihr natürlich aufpassen, wann die Carrier endlich damit aufhören, DTMF-Töne zu akzeptieren. Die DTMF-Töne aus der Grußmessage von der Voicemail zu beseitigen. Was sollen die Carrier also tun? Wie gesagt, DTMF-Töne beseitigen aus der Grußmessage. Es sollte keine Default-Pins geben. Keine Standard-Pins, die sollten vermieden werden. Brute Force Attempts sollten geblockt werden. Für euch persönlich, stellt die Voicemail ab, wenn ihr sie nicht benutzt, und benutzt die längst mögliche zufällige PIN. Wenn ihr nicht müsst, gebt eure Telefonnummern für Online-Services nicht her. Außer es ist der einzige Weg für Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und jetzt möchte ich noch mit der letzten Folie schließen, die alles zusammenfasst. Wir können mit automatisierten Telefonrufen diese Voicemail-System kompromittieren und damit Passwörter von interessanteren Accounts kriegen. Vielen Dank. Thank you, Martin. Ja, danke, Martin. Wir haben Zeit für Fragen. Also, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder wenn irgendjemand auf dem Internet Fragen hat, einfach zu den Mikrofonen gehen, die hier im Saal stehen. Wo sind denn die Mikrofone? Da ist ein Mikrofon. Ja, du warst schwarz, das Mikrofon auch. Also, ja, fang doch einfach an und dann gehen wir mal weiter zum Internet. Ja, ich habe eine Frage. Du hast gesagt, das Telefon muss offline sein. Wäre auch ein Anruf, ein gleichzeitiger Anruf zu dem Telefon möglich? Ja, mein Englisch. Also um das Telefon besetzt, also besetzt erscheinen zu lassen, weil da schon ein Anruf läuft, weil ich das Anrufopfer schon angerufen habe. Also dass der neue Anrufer dann irgendwie bekommt, dass die Leitung belegt ist und dann vielleicht auf die Mailbox weitergeleitet wird. Das ist eine großartige Frage. Was passiert, wenn ich das Telefon besetzt kriege? Also was passiert, wenn ich jemandem die Story erzähle, warum er jetzt die ganze Zeit in meinem Telefonat bleiben muss? Das wird nicht funktionieren. But I guess you could keep doing more. So that's what I meant partly with the call flooding. In the case, what I tried was just launching all of them at the same time. And if the person picks up, I don't care. But if someone wanted to what you mentioned, that's definitely possible. Okay, thank you. Yeah. Also mit call flooding scheint es annähernd zu gehen. Don't password. Yeah. Diese Passwort-Reset-Telefonanrufe, fangen die sofort an zu sprechen und wie kann das aufgezeichnet werden? Wenn ich die Frage richtig verstanden habe, geht es darum, ob das automatisierte System automatisch zu sprechen anfängt mit dem Code? Wo also aufgenommen wird. Da wir Kontrolle über die Grußmessage haben von der Voicemail, können wir dafür sorgen, dass die möglichst kurz ist und damit auch tatsächlich die Sicherheitsfrage abfangen. Ja, Ladies First, ihr habt darüber gesprochen, wie du darüber alles herausgefunden hast, indem du irgendwelche Sachen gelesen hast.
Wie werden die genannt und wie kann man die finden? Beste Frage, die ich je gehört habe, das verdient einen Applaus. Gefällt mir, weil du es auch mehr davon wissen willst. Gefällt mir. Bessere Ressource ist die FRAG-Website. Da wird jeder hier zustimmen. Schau einfach nach Google for FRAG Magazine. Google einfach nach FRAG Magazine. Da gibt es immer noch heute viel zu lernen. Ja, gibt es noch andere Quellen, die man nachschauen sollte? Ja, ihr könnt natürlich dem klassischen einfach etwa auf Twitter den Security News folgen. Ja, wenn die 140-Zeichen-Version mich interessiert, dann lese ich wahrscheinlich auch den Artikel. Es hängt auch ein bisschen von deiner technischen Tiefe ab. Spezialisierte Blogs, Magazine. Ja, okay, vielen Dank, danke. Und hier die Frage bitte. Hallo. Also, für mich ist die Lösung gut. Ich werde einfach meine Mailbox ausschalten, aber es gibt halt auch Leute, die da zu faul für sind oder keine Lust haben, irgendwie oder Zwei-Faktor-Authentifizierung zu benutzen. Könnte man das Skript auch verwenden, um automatisiert Mailboxen auszuschalten oder vielleicht Zufallspins zu generieren? You can automate it to turn off the ping, like for example on Vodafone. I don't know why it allows you to turn off the ping. Man kann es auch automatisieren, um die PIN auszuschalten. Keine Ahnung, warum man das erlauben sollte. You may have to call the IT department, but you know what? Kann man es auch benutzen, um die Voicemail abzuschalten? Ich weiß nicht. Kann man sich einfach mal mit dem IT-Department von denen unterhalten. Wenn man es ausschalten kann, sollte man es auch wieder anschalten können. Ja, deine Frage bitte. Hat Twilio irgendwie dich gebannt oder hat herausgefunden, was die gemacht haben? Ich habe ein paar E-Mails bekommen, die wirklich cool waren. Ich habe denen erklärt, wo ich herkam, was ich tun wollte. Ich habe wirklich nichts versteckt. Ich habe tatsächlich einiges Geld hergelegt für die ganzen Anrufe alleine, die ich beim Forschen gemacht habe. Sie haben tatsächlich gesehen, dass ich hohe Volumen von Anrufen erzeugt habe. Also kann man sich aber natürlich zwischen den Services bewegen und damit das ein bisschen verschleiern. Ja, eine weitere Frage hier vorne. Du hast davon gesprochen, ja, unerkannt zu bleiben, wenn man diese Anrufe macht, indem man direkt auf diese Direktzugriffsnummern zu den Mailboxen geht. In Deutschland ist es ziemlich verbreitet, dass wenn jemand deine Mailbox anruft, dass man eine SMS bekommt, eben auch wenn keine Nachricht hinterlassen wird. Aber ich vermute mal, dass es da eine undokumentierte API gibt, um das auszuschalten. Hast du dir das angeschaut? Das habe ich spezifisch nicht angesehen. Schon auch in Deutschland ist es offensichtlich sehr üblich, dass Voicemail SMS hinterlassen. In den USA scheint es üblicher zu sein, dass nur eine Textmessage hinterlassen wird, wenn die Voicemail tatsächlich auch eine Message enthält. You know, at any point in time, but you can just always time it. And by the time the person gets a million texts, it's too late. Wenn man es angemessen timet, dann kriegt die Person halt eine Million Texte und dann ist es eh zu spät. Thank you. Eine weitere Frage bitte. Danke. Ja. Es gibt ja auch grafische Mailboxen. Kann das den Angriff abwenden? Ein australischer Forscher hat sich Visual Voicemail angesehen, die tatsächlich das IMAP-Protokoll benutzen für manche Provider. Kann er damit Brute Force-Attacken bauen? Und mindestens einer dieser Provider war verletzlich auf dem Visual Voicemail-Protokoll. Die Details der Schritte, die er gemacht hat, kann ich hier nicht wiedergeben. Das heißt aber, ich habe nicht gefunden, dass diese Vulnerabilities auch woanders existieren. Das heißt nicht, dass es sie nicht gibt. Ja, was ist deine Empfehlung, um sich selber vor diesen Angriffen zu schützen?
Das Wichtigste ist, für amerikanische Provider, schaut euch an, was die deutschen Provider machen. Allein der Text, dass jemand 6-mal die falsche PIN versucht hat, wäre eine wichtige Information. You know, when you get it, so, but then it wouldn't be like a remote attack anymore. So, definitely detect brute force and yeah, erkennt brute force. We know that with the caller ID, macht dann zu. So well for Telekom, because I was able to bypass it, but I know that die caller ID scheint auf Telekom nicht gut zu funktionieren, denn ich bin da herumgekommen. So, man kann aber tatsächlich rauskriegen, ob Telefone echte Telefone oder eine virtuelle Telefonnummer sind. Darauf sollten sie auch wenigstens mit verdächtig reagieren. So, bei meiner Attacke versuche ich dann also mit 3333 Geräten die 10.000 Pins auszuprobieren. Das sollte auffällig sein. Und DTMF-Töne aus der Großmessage verbannen. Das würde auch helfen. Ja, danke Martin. Ich habe noch keine Telefonnummer weitergegeben zu irgendeinem Dienst und dank dir weiß ich jetzt auch warum. Einen großen Applaus für Martin Vito.